Adrian Winter. Der Ball auf Rangelhoff, tatsächlich gefährlich, und 1-0. Im eigenen 16er drin, kein Offside, absolut richtig gesehen von Schiedsrichterassistent Sandro Pozzi. Dann hat er Raum, hat das Auge, Rangelhoff stiehlt sich da von Adriano De Piero weg. Der hat seinen Gegenspieler für einen kurzen Augenblick aus den Augen verloren. Und dann macht der Bulgare das richtig cool. Auf den entfernten Pfosten geköpft, keine Chance für Kevin Fickenscher. Hat Carduzzi. Goli, Carduzzi Möglichkeit! Wow. Super Reflex von David Sibung. Da war sie die größte Möglichkeit für Lausanne Sport. Nee, da gibt es aber gar nichts für. Klar, jetzt fehlt da hinten Jamir Hücker gegen Adriano De Piero. Hücker mit der Möglichkeit und dem Schuss. Fickenscher, große Parade. Jetzt geht hier aber was in der Swissport Arena. Er konnte sich bislang noch nicht in Szene setzen, in diesen 7 Minuten, in denen er auf dem Rasen steht. Für ihn geht es auch darum, Spielpraxis zu sammeln. Das ist Lussenberger mit der Chance und der 2-0. Luzern setzt hier den Deckel oben drauf. Das ist der Ball, der kam aus der eigenen Platzhälfte und dann in diesem Zweikampf, das war absolut nichts. Da ist Adriano De Piero einfach neben dem Ball vorbeigeflogen. Natürlich, Dimitar Rangelhoff, er darf seinen Körper einsetzen. Das tat er und hat damit ermöglicht, dass Claudio Lustenberger auf und davon marschieren konnte. Ja, FC Luzern gewinnt 2-0. Dimitar Rangelhoff an beiden Toren war beteiligt. Das erste hat er selber erzielt. Und das zweite, das hat er sozusagen ein bisschen mit aufgelegt.